ChatGPT ist die Nummer 1 interessante Thematik aktuell und wird von sämtlichen YouTube-Inhalten, Schlagzeilen, Newsartikeln komplett überrumpelt. Ich bin bereits seit über 6 Jahren im Online-Business tätig und ich muss ehrlich zugestehen, so eine interessante Software habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. ChatGPT ist aktuell die mit Abstand beste AI-Software, was das Formulieren von Texten angeht und wird von Zeit zu Zeit immer und immer besser. Genauso wird auch AI immer und immer interessanter in unserem Leben eine Rolle finden. Ihr wurdet es bestimmt auch schon bei eurem Social Media mit sämtlichen AI-Bildern komplett überwältigt, überrumpelt, wie zum Beispiel diese hier. Also mein Instagram war auf jeden Fall die letzten paar Wochen voller solcher Bilder. Mit AI sehe ich jetzt schon Riesenmöglichkeiten, unser Day-to-Day-Leben deutlich zu verbessern, zu erleichtern und zu steigern. Und darüber hinaus sehe ich Riesenpotenzial, mit AI und mit ChatGPT dabei eine Menge Geld machen zu können mit verschiedenen Automatisierungsmöglichkeiten. Und ich zeige dir ganz genau, wie du das auch machen kannst. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du hier noch nie warst, auf diesem Kanal uploade ich 3 bis 4 Videos die Woche zum Thema Online-Geld verdienen. Sei es jetzt wie zum Beispiel diese neue Thematik mit ChatGPT oder auch zu anderen Inhalten, wie zum Beispiel Dropshipping, E-Commerce, allen sämtlichen Wegen, wie du Online-Geld verdienen kannst oder investieren, passives Einkommen. Falls das für dich interessant ist, dann schau doch gerne öfters vorbei und lass ein Abonnement da. Würde mich sehr freuen und dabei unterstützen. Also, fangen wir mal an. Was ist ChatGPT eigentlich? Wovon rede ich überhaupt? ChatGPT ist eine neue AI-Software von der Firma OpenAI. Jetzt könnte ich euch lauter Sachen davon erzählen, aber viel besser kann ich euch das Ganze visuell zeigen und präsentieren. Das gibt einen deutlich besseren Eindruck. Also, wenn ihr damit auch selber starten wollt, könnt ihr das aktuell komplett kostenlos machen. Also dafür klickt ihr einfach auf TryGPT und müsst euch dann anmelden. Also ihr würdet vielleicht etwas warten müssen, denn die haben extrem hohe Nachfrage und die haben so schnell 1 Million User. Innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, hatten die 1 Million Nutzer. Aber ich konnte glücklicherweise mir noch einen Account kreieren. Ich denke, ihr kriegt es auf jeden Fall auch hin. Und sobald ihr euch einen Account erstellt habt, werdet ihr von so einem Bildschirm begrüßt. Wir können hier einen neuen Chat starten. Sprich, ich will jetzt mit Fitness durchstarten und ich will 5 verschiedene Trizepsübungen kreieren. Name me the best 3 triceps exercises. Ihr könnt natürlich das Ganze auf Deutsch oder auch Englisch schreiben. Ich schreibe eigentlich gern auf Englisch. Ich hab das, glaube ich, falsch geschrieben. Und dann seht ihr, basierend auf dem Text, den ich eingegeben habe, wird eine Antwort formuliert. Also das ist wirklich krank. Hier, seht ihr mal. Here are 3 effective tricep exercises. Closed grip bench press. Und dann wird hierbei auch erklärt, wie das Ganze auch durchgeführt wird. Weitere Übungen, triceps dips und overhead triceps extension. Wie ihr sehen könnt, wird uns direkt ein wirklich langer Text, ein langer Artikel rausgespuckt, den wir direkt als Blogartikel theoretisch übernehmen können. Aber das Geile ist, wir können das Ganze jetzt frei nach unserem Belieben anpassen. Okay, wir sagen jetzt, 3 reichen mir nicht. Can you add 2 more exercises? Oder can you add 2 more? Schreiben wir mal. Und jetzt direkt in 0,nix werden uns direkt 2 weitere Übungen vorgeschlagen. Einerseits die Triceps Kickbacks oder die Cable Tricep Pushdown. Und noch was Cooles, können wir uns das Ganze jetzt auch sehen, kannst du das Ganze auch auf Deutsch formulieren. Ihr könnt es natürlich hierzu kürzere Aspekte nennen oder auch längere und dementsprechend umso länger, umso detaillierter wird euer Text generiert. Und wie ihr seht, direkt wird ein nahezu perfekt deutscher Text hier entsprechend kreiert. Also ich persönlich finde das absolut beeindruckend. Wir können auch ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, ich verstehe vielleicht eine Thematik nicht. Was interessiert mich? Keine Ahnung, zum Beispiel Black Holes. Can you explain the concept of Black Holes as if I was 5 years old? Und wir können hierzu theoretisch ChatGPT auch nutzen, uns komplexe Thematiken sehr simpel erklären zu lassen und darstellen zu lassen. Und hier wird uns auch eben die Erklärung sehr simpel, sehr vereinfacht dargestellt, als wären wir eben 5 Jahre alt. Sure, a black hole is a place in space where gravity is so strong that nothing can escape from it, not even light. Imagine you have a ball that is so heavy that you can't lift it. It's kind of like a black hole. It has so much mass or weight that it creates a really strong force of gravity around it.
Also wird es sehr simpel dargestellt und das Ganze können wir auf ganz viele verschiedene Thematiken darstellen. Ich will euch hierbei nur ganz kurz zeigen, was tatsächlich mit diesem Tool möglich ist. Wir können auch diesen Text anders darstellen lassen. Wir können das sagen, okay, zieh das in die Länge. Okay, mach das ein bisschen lustiger. Okay, erklär das als, okay, bereite mir eine Rede hier vor. Alles drum und dran. Und das Coole ist, theoretisch, ich bin jetzt nicht sonderlich codeaffin, ich bin jetzt kein Programmierer, aber für Kleinigkeiten, die mir zum Beispiel helfen würden, wie zum Beispiel einen Button zu vergrößern auf Shopify, auf meinen Shopify-Store. Also hierbei mit diesem Code will ich damit erreichen, dass die Buttonbreite um 20% breiter wird. Und dabei können wir ChatGPT fragen, okay, kannst du uns hierfür einen passenden Skript zubereiten? Und wie ihr direkt live sehen könnt, generiert ChatGPT für uns einen perfekten Code direkt für das, was ich brauche. Und das Coole ist, hierbei werden auch noch die einzelnen Schritte erklärt, was dabei beachtet werden muss und warum diese Schritte zu diesem Punkt notwendig sind. Also wird es eigentlich ganz cool. Natürlich ist es ein super leichter Code, aber für mich ist es super praktisch. Hoffentlich nimmt es jetzt nicht die Jobs von super Programmierern weg. Aber natürlich bei diesem kurzen Beispiel will ich euch nur wirklich zeigen, was wirklich möglich ist mit ChatGPT mit verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Und da könnt ihr euch natürlich eure kreativen Köpfe und Geister andenken, okay, was kann ich tatsächlich noch mit diesem Service machen? Also schaltet auf jeden Fall die Gehirne ein. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie kannst du denn mit ChatGPT Geld verdienen? Denn dafür habt ihr schließlich das Video angeklickt. Hierbei können wir natürlich die Software nutzen, für uns Texte generieren zu lassen. Blogartikel, Artikelverfassungen, Produktbeschreibungen für Shopify und Copywriting. Also verschiedene Wege, wie man tatsächlich mit Skripten und Texten Geld verdienen kann. Wir können hierzu verschiedene Plattformen nutzen, wie zum Beispiel Fiverr. Bei Fiverr arbeitest du eben als Freelancer und kannst hier frei einteilen, wann du arbeitest, wie viel du arbeitest und für wie viel du arbeitest. Sprich, hierbei tauschst du deine Fähigkeiten gegen die Leistungen von deinen Kunden. Und hier können wir zum Beispiel sagen, okay, what services do I want to do? Wir können hierbei schauen, okay, was gibt es unter Writing? Gibt es viele verschiedene Kategorien, Nischen etc., was wir letztendlich anbieten können? Wie zum Beispiel Translation, Ghostwriting, Proofreading, Editing, Artikel oder Blogpost. Das ist zum Beispiel interessant. Und dann können wir theoretisch alle möglichen Sprachen herausfinden. Wir nehmen jetzt einfach halber Englisch und dann können wir eines von vielen Artikeln darüber schreiben. Sagen wir mal jetzt Internet and Technology. Und wie ihr sehen könnt, werden hier zahlreiche verschiedene SEO-freundliche Artikel geschrieben. Hier 146 Bewertungen, 10 Euro pro Artikel, 15 Euro pro Artikel, 372 Bewertungen, 199 Bewertungen für 25, hier für 49 Euro schon über 750 Bewertungen. Wir können uns das Ganze jetzt mal hier anschauen. Und hier für 500 Wörter 50 Euro für den Artikel nach deinem Topic. Und das Ganze können Sie delivern in 3 Tagen. Das Geile ist, wir können das deutlich schneller abliefern und theoretisch einen besseren Text verfassen. Das Ganze kannst du natürlich für viele verschiedene Nischen und Subkategorien anbieten und es muss sich nicht um Blogartikel hierbei handeln. Wie zum Beispiel, können wir das Ganze auch dir kurz vorführen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Can you write me a blog article comparing the 5 best noise cancelling headphones on the market with pros and cons of 500 words? Dann können wir einfach Enter klicken und dann generiert ChatGPT für uns einen Blogartikel hierzu. Das Ganze kann auch natürlich 2, 3, 4, 5 Minuten dauern. Das können wir aber im Hintergrund laufen lassen, denn es sind ja schließlich 500 Wörter. Während das generiert ist, können wir uns weitere Methoden und Möglichkeiten anschauen, bevor wir dazu jetzt zurückkehren. Und wir sehen können wir hier weiter scrollen, wie zum Beispiel Outright, NFT, Blogpost, Crypto, Metaverse, also super, super spannende Inhalte zu Blogartikeln und sonstiges, die ihr verfassen könnt. Wir können auch theoretisch hier zuschreiben, Product Description, Shopify. Das ist auch ein Service, das viele Leute auch nutzen und käuflich erwerben auf Fiverr. I will edit Shopify product descriptions and SEO titles. Für einen Zehner 481 Bewertungen. Und denkt dran, nicht jeder hinterlässt eine Bewertung. Also das ist wirklich eine sehr große Anzahl. Hier 166 Bewertungen, 5 Euro, 15 Euro hier, 30 Euro. Also wie ihr sehen könnt, hier 75 Euro. 5,0 Bewertungen, also die scheint das ziemlich gut zu machen und drauf zu haben. Hier läuft es schon deutlich im Hintergrund. Das Ganze wird hier für uns fleißig generiert. Also das ist wirklich mega, mega zu sehen. Und wir sehen hier 5 catchy 50 to 75 word product descriptions with SEO keywords. Für 75 Euro, dann gibt es noch höhere Pakete, the big bundle, 10
Produktüberschreibungen für 138 Euro und hier noch 272 Euro. Also mit dem ist auf jeden Fall eine Menge Geld zu holen, aber versucht auch da ein bisschen Kreativität ins Spiel beizubringen. Wie könnt ihr euren Service verbessern und verschiedene Thematiken involvieren? Also das soll auch ein, oh Gott, das habe ich jetzt erst gesehen, 3730. Ich habe noch nie so viele Bewertungen auf Fiverr gesehen und ich nutze Fiverr seit 5 Jahren oder so. Und wir sehen hier, direkt wurde ein 500-wörtiges Artikel geschrieben zum Thema Noise Cancelling Headphones. Und dann wir sehen hier alles Mögliche hier aufgelistet. Wenn wir sagen, okay, Apple AirPods Max sind nicht drin, ich will die noch drin haben, können wir ganz einfach ändern und da einfach hinzufügen. Und dann wird uns eben eine neue Version damit auch generiert. Also denkt einfach mal dran, was alles möglich ist mit dieser einfachen Software. Also ich bin wirklich sprachlos begeistert. Allein hier, der Artikel wurde direkt umgeschrieben. Also wir sehen hier, direkt wurde der Artikel neu umgeschrieben und die Apple AirPods Pro Max werden direkt als erster Stelle benannt. Die Vor- und Nachteile, also ich bin wirklich sprachlos. Denkt dran, was es für Möglichkeiten da draußen gibt, diese Plattform erfolgreich für euch zu monetarisieren. Ich habe euch nur eine Idee dabei gedacht, also schaltet auf jeden Fall das Gehirn an und lasst mich gerne wissen, wollt ihr mehr Videos zum Content AI, damit Geld verdienen, vielleicht verschiedene AI-Plattformen und Tools euch vorzustellen? Denn ich habe definitiv zu dieser Thematik mehr Recherche betrieben, weil es mich einfach so unglaublich fasziniert. AI wird schließlich besser und besser werden. Ich bin sehr gespannt, was es sich für potenzielle Möglichkeiten in naher Zukunft ergeben werden und in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Also lasst mich gerne wissen, wollt ihr mehr Videoinhalte zum Thema vielleicht verschiedene Methoden, wie ihr mit ChatGPT Geld verdienen könnt oder auch theoretisch mehrere Methoden oder mehrere AI-Tools euch vorzustellen. Lasst es mich gerne wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.